So, liebe Leute, Abschluss der Woche. Herzlich willkommen zurück zu Great. Und wir machen heute weiter mit den Track Day Masters. Los geht's. Oh, was haben wir denn so Schönes an Autos? Ach, wir haben ein Pagani-Zonda da. Den nehmen wir doch mal glatt. Hallo Havanna, was sollten wir hier wissen? Man darf bei der Grid World Series niemanden unterschätzen, Alex. Es kann schnell passieren, dass ein Rennen die Rangliste komplett auf den Kopf stellt. Danke, Kristen. Ich freue mich schon auf das Rennen. Und das gibt's nur hier bei der Grid World Series. So. Gut. Diesmal geht's um ein Rennen. Der Pagani, der schreit so. Da sind jetzt nur alle mit dabei. Ich hätte hier ein bisschen aufgehalten, ne? Ja, sorry, das war ein bisschen zu rabiat. Pass auf, du hast einen deiner Gegner zu sehr gereizt. Laut Ferrari hier. Wir 16. Und wir gehen jetzt in die zweite Runde. Diesmal ist es keine Time Attack, diesmal ist es wirklich ein Rennen. Du kommst auf einer guten Position in die zweite Runde. Aber auch wenn wir so kurz sind. Ja, die Folgen werden wahrscheinlich jetzt erstmal nicht mehr lang. Mal gucken, wie weit wir durchziehen, wenn das wirklich so kurze Dinger werden. Da können wir hier sagen, wir hauen jetzt mal die Season 2 hier heute komplett durch. Aber gucken wir mal. So. Ich habe Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Ja, gut, dann nehmen wir ein bisschen an. Okay, Angreifen bestätigt. Da hat es gerade eine kurze Berührung gegeben und wir gehen jetzt in Runde 3. Noch 4 Runden zu fahren. Also ich mag den Pagani, ja, der schreit so schön. Zwei Autos vorbei auf 14 vor. Okay, es wird angegriffen. Letzte Runde. Letzte Runde. Bleib bis zum Ende in Führung. Thank you.
So, wir gehen jetzt in die... letzten Meter, wollte ich gerade sagen. Und ja, reicht. Wir sind durch. Auf 10 ist auch noch gekommen. Da hat er noch ein paar Pünktchen mitgenommen. Ja, so gut. So, wir gehen jetzt gleich rein in die ins letzte Rennen. Es sind ja immer nur zwei Rennen, das ist halt das Gute. Was heißt Gute, ja. Ja, ich möchte das Thema, das Projekt irgendwann auch gerne einfach abschließen. Darum geht es mir letztendlich auch ein bisschen. Sepang. Das ist die nächste. 6 Runden Rennen. Abend, Regen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Na gut, gucken wir mal. Der Teamkollege steht auf 5, das heißt, wir könnten denen ein bisschen helfen, nach vorne zu kommen. Es geht in die alles entscheidende letzte Runde. Kristen, was denkst du gerade? Es war eindeutig ein spannungsgeladenes Event. Für einen Sieg darf man nichts dem Zufall überlassen. Hm. Ich achte vor allem auf einen der Teilnehmer. Mal sehen, wie es ausgeht. Nicht mehr lange und wir werden wissen, wie es ausgeht. Also bleiben Sie dran. Warte, mir wurde gerade gesagt, dass das Rennen in wenigen Sekunden beginnt. Ich höre, dass du mich quasi wegzuhauen, ne? Aber ich meine, wir sind jetzt 2. Und ich habe den Teamkollegen mal ein bisschen. Natürlich ein bisschen klar. Der jagt natürlich jetzt den Sieger da frei vor. Du bist in der Mitte des Feldes und kommst in Runde 2. Sehr weit rausgekommen. Jetzt muss ich versuchen, mal ein bisschen nach vorne zu sitzen. Sorry, das war auch keine Absicht, da haben wir uns ein bisschen verhaart. Aber ich sage, ich drücke die Leute weg, aber so artig bin ich hier dann doch wieder nicht. Ja, schon kann ich immer nur auf Mittelfeld auf 7. Wundere so. Dich nicht, wenn du dafür attackiert wirst. Das war aber so eine leichte Berührung. Verstanden. Gebe Anweisung zum Angreifen. Okay, es wird angegriffen. Runde 3. Leg einen Zahn zu. Und da vorne sind schon jemand Führer, denn also mit Teamkollegen führt das Rennen jetzt momentan an. Gerade die Hälfte des Rennens absolviert. So,
Und jetzt haben wir die Verführung. Scheint gerade nicht möglich zu sein. Ja, weil ich ein bisschen wegkomme jetzt. Jetzt sind es noch zwei Runden. Anweisung gegeben, um eine höhere Position zu kämpfen. Okay, Angreifen bestätigt. Ja, Hauptsache, der kommt ein bisschen vom drittplatzierten Deck. So. Sehr gut. Haben wir es sehr, sehr gut gemacht. Das Team hat funktioniert. Platz 1 und 2. Passt. Und jetzt gucken wir mal, wie es am Ende rausgegangen ist. Bei den Midnight Runners haben wir es ja geschafft, auf 1 und 2 zu fahren. Mal gucken, wie es hier wird. Ich denke, dass es nicht der Fall sein wird, aber wenn er, ich hoffe, dass er unter die ersten drei kommen wird. Ich habe mich jetzt nicht nachgeguckt. Trackday Masters haben wir zumindest sehr erfolgreich abgeschlossen. Ja, zumindest auf 3 steht er. Ein Aston Martin Vulcan, der dahinter steht, okay. Gut, dann mache ich jetzt Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Die geht dann am Montag rein mit der International Track Day Tour. Bis dahin. Tschüss.